Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es tut mir leid, dass ich so lange nicht habe von mir hören lassen. Die Erklärung dafür gibt es in diesem Video. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr an mich habt bezüglich eines kleinen Live-Updates. Denn es ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich auf YouTube etwas gepostet habe und eigentlich ist es auf Instagram auch ein bisschen ruhiger geworden. Und deswegen wollte ich einfach mal quasi dazu Stellung nehmen und euch erzählen, was gerade in meinem Leben so los ist und euch eben auch die Möglichkeit geben, mir Fragen zu stellen, die euch interessieren. Und das machen wir jetzt. Ich habe mir die Fragen notiert, ganz altmodisch auf einem Zettel. 15 Stück sind es insgesamt und die werde ich jetzt so schnell ich kann durchgehen, damit das Video nicht zu lang wird, aber ihr eben trotzdem auf dem neuesten Stand seid. Frage Nummer 1. Wieso kamen in letzter Zeit so wenige Videos online? Das kann ich eigentlich ganz easy beantworten und zwar sind dafür drei Faktoren zuständig. Faktor Nummer 1 ist, dass mein Wintersemester wieder losgegangen ist und seitdem bin ich eben etwas mehr eingespannt, als ich es zu den Semesterferien war. Und deswegen habe ich halt dahin gesehen schon nicht so viel Zeit. Dann kommt da hinzu, dass ich das Studium noch mit meiner Arbeit kombiniere. Und das dann bedeutet, dass ich super viel pendeln muss. Also zwischen der Stadt, wo ich jetzt wohne und meiner Uni in Dieburg und Frankfurt, wo ich arbeite. Das bedeutet sehr, sehr viel Zeit im Zug und sehr, sehr viele Verspätungen und sehr, sehr viel Warten. Das ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig. Und dadurch habe ich eben auch nicht so viel die Möglichkeit, Content zu createn. Und die dritte Sache, und das ist jetzt das, wieso ich eigentlich dieses Video mache und ich bin so happy darüber, ist, dass ich umziehen werde. Und zwar nach Frankfurt. Ich habe das schon die ganze Zeit mit euch teilen wollen, aber hatte noch nicht so die Möglichkeit, beziehungsweise wollte ich es auch in einem Video machen und deswegen ist es jetzt raus. Ich ziehe nach Frankfurt. Zusammen mit Jonas und mit Tiffy. Der Grund, wieso ich umziehe, das ist nämlich so der B-Teil der Frage, ist, dass unser Lebensmittelpunkt, sowohl meiner als auch Jonas Lebensmittelpunkt, viel mehr in Richtung Frankfurt ist, als da, wo wir jetzt gerade wohnen. Und deswegen macht es einfach nur total viel Sinn, umzuziehen. Aus dem Grund, dass wir dann nicht mehr so weit pendeln müssen und einfach uns so viel Zeit sparen, die wir jetzt in Zügen und Autos verbringen. Und natürlich ist es auch richtig cool, einfach mal was Neues zu erleben und so eine tolle Stadt wie Frankfurt näher kennenlernen zu können und dort wohnen zu können. Und deswegen sind wir super aufgeregt, voller Vorfreude. Und heute ist der 16. Dezember. Wir bekommen diese Woche noch unsere Wohnungsschlüssel und nächste Woche ziehen wir schon um. Also das geht jetzt alles ziemlich schnell und ich werde das auch alles in Videoform festhalten und euch auf diese spannende Reise mitnehmen. Das ist quasi die Haupterklärung, wieso in letzter Zeit so wenige Videos online gekommen sind. Frage Nummer 2. Sind im Jahr 2020 irgendwelche neuen, größeren Projekte geplant? Und ein Projekt, das tatsächlich im Frühjahr schon anstehen wird, ist der nächste Secondhand-Markt. Das wird nochmal viel cooler und größer als bisher und da freue ich mich mega drauf. Mehr kann ich da leider noch nicht mit euch teilen, aber wenn es dann soweit ist und ich das mit euch teilen kann, dann seht ihr das auf jeden Fall in meiner Story oder generell auf meinem Instagram-Profil. Also schaut da mal vorbei, Bumoka heiße ich da. Ansonsten ist natürlich der Umzug ein großes Projekt, das quasi jetzt zum Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres stattfindet und das hat dann zur Folge, dass ich einfach viel mehr coolen Content kreieren kann, weil ich in einer Stadt wohne und da einfach viel mehr Möglichkeiten habe hinsichtlich des Themas Nachhaltigkeit, Veganismus. Ich kann da so viele coole Sachen machen und ich habe schon so viele Ideen im Kopf, deswegen, wenn ihr mir noch nicht folgt hier auf dem Kanal, dann abonniert den auf jeden Fall, damit ihr das nicht verpasst. Ja, genau, das sind so die nächsten Projekte, die quasi so anstehen. Die dritte Frage ist ein bisschen damit verknüpft und zwar auf was ich mich im neuen Jahr freue und das habe ich ja eben schon gesagt. Ich freue mich riesig darauf, in Frankfurt zu wohnen, aber auch, dass ich dann einfach diesen ganzen Pendelstress weg habe. Darauf freue ich mich echt riesig, das so zu erleben und dieses neue Kapitel in meinem Leben zu starten. Diese Frage kriege ich richtig, richtig oft gestellt. Kannst du mal eine Roomtour machen? Die Sache ist die, ich ziehe ja in einer Woche aus dieser Wohnung aus und wir haben jetzt auch schon angefangen zu packen und uns auf den Umzug vorzubereiten. Deswegen ist es irgendwie leider ein bisschen zu spät, so eine richtige Roomtour hier zu machen. Aber in meinem Moving-Vlog, den ihr auf YouTube noch sehen werdet, sieht man ja auch ein bisschen was von den Räumen in unserer jetzigen Wohnung. Das heißt, ihr könnt euch quasi im Moving-Vlog ein bisschen vorstellen, wie unsere Wohnung hier ausgesehen hat. Ihr könnt auch in dem Moving-Vlog schon ein paar Eindrücke von unserer neuen Wohnung sehen. Von daher, so eine richtige Roomtour wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, aber ein paar verschiedene
Perspektiven und Einblicke in unsere Wohnungen hier und in Frankfurt werdet ihr bestimmt noch sehen. Das ist auch eine Frage, die ich relativ oft gestellt bekomme, was ich super interessant finde, weil das bedeutet, dass ihr eine sehr aufmerksame Community seid. Die Frage ist, ob ich immer noch um 5 Uhr aufstehe. Und das ist leider nicht mehr so. Ich habe das gemacht in der Zeit, wo der Jonas auch um 5 Uhr aufstehen musste wegen seinem Praktikum. Und das hat auch in der Zeit ganz gut geklappt und hat auch seine Vorteile gehabt. Die habe ich ja auch in den entsprechenden Monatsvlogs dokumentiert und mit euch geteilt. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Also wenn das Früheste, wo ich jetzt aufstehen muss, ist meistens so um 6, wenn ich um 8.30 Uhr Uni habe oder um 9 Uhr auf der Arbeit sein muss, wegen dem Pendeln eben. Aber vielleicht fange ich das mal wieder an, weil es schon ganz cool irgendwie morgens noch so zusätzlich Zeit für sich zu haben. Studierst du eigentlich noch? Ja, das tue ich. Ich bin jetzt aktuell im 5. Semester von 7 Semestern. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber wissen wollt, was ich eigentlich studiere, wie das alles abläuft, was die Inhalte sind, dann schaut euch gerne mein Q&A-Video dazu an. Das ist entweder hier oder hier verlinkt und nochmal in der Infobox. Da habe ich alles ganz detailliert erklärt, wenn ihr da nähere Infos haben wollt. Aber ja, ich bin noch am Studieren und fleißig am Pendeln und gebe mein Bestes, gute Noten zu schreiben. Bist du noch bei Es ist Freitag? Ja, bin ich. Ich habe ja mein Praktikum dort gemacht, also mein Praxissemester, das von der Uni aus da war. So bin ich ja ursprünglich überhaupt dahin gekommen. Und das hat 4,5 Monate gedauert und war im Juli, August vorbei. Und danach wurde ich übernommen sozusagen. Ich wollte gerne dort bleiben und die wollten mich auch behalten, was mich sehr gefreut hat. Und deswegen bin ich jetzt dort als Werkstudentin quasi mit der Berufsbezeichnung Content Manager. Ich finde, das klingt irgendwie richtig cool. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich dort noch weiterarbeiten darf. Wie überwindest du dich, vor der Kamera zu sprechen? Also ich glaube, dass das tatsächlich eine Gewöhnungs- und Übungssache ist und natürlich auch eine Typsache. Also es ist einfach, glaube ich, nicht jeder dafür gemacht, dass man das irgendwie cool findet, vor der Kamera zu sprechen. Aber ich habe tatsächlich schon immer so Videos gemacht, schon lange bevor ich auf YouTube überhaupt war oder ich YouTube überhaupt kannte. Früher hatte ich nämlich so als 11-jähriges Mädchen oder so auch meine erste Video-Digitalkamera. Die war jetzt von der Technik her nicht so wie diese hier, aber ich kann mich noch erinnern, ich war da in so einem Waldcamp, so im Sommer für eine Woche und dann habe ich da meine eigene kleine Serie aufgenommen und dann meine Kamera auf so einen Baumstamm gestellt, mich davor gesetzt und irgendwelche Sachen erzählt, was wir an dem Tag so gemacht haben und den Gruppenleiter zu einem Interview geholt und so. Und leider, ich bin wirklich andauernd auf der Suche danach, finde ich einfach dieses Videomaterial nicht mehr. Das habe ich also schon immer so ein Interesse dafür gehabt und dann habe ich einfach mich immer überwunden. Früher war mir das sowieso egal, so als 11-jähriges Mädchen, was andere da so denken. Und irgendwann hat man ja dann schon so ein Schamgefühl entwickelt, aber ich habe mir halt einfach gedacht, ich mache es trotzdem. Und die Überwindung, das Ganze dann auf YouTube zu stellen, war natürlich nochmal ein bisschen größer, aber auch da war irgendwie mein Wille und der Spaß daran, das wirklich zu machen, größer als meine Angst. Und deswegen habe ich es einfach gemacht. Ich glaube, der größte Tipp, den ich da geben kann, ist einfach auszublenden, was andere denken. Weil die Menschen, an denen du jetzt an der Straße vorbeiläufst, während du vloggst, die siehst du nie wieder. Und deswegen, ja, denke ich mir einfach, das ist alles nur so eine Momentaufnahme für andere Menschen und ich darf mir da nicht so einen Kopf machen. Und am Ende des Tages will ich ja, dass ein cooles Video dabei rumkommt und wenn ich das dann auch hinbekomme, dann war es die Mühe und auch die Überwindung sowieso wert. Dann hat jemand anstatt eine Frage, liebe deine Videos geschrieben und es ist immer so schön, das zu lesen. Also vielen, vielen Dank. Mir macht es auch, wie gesagt, mega Spaß, wenn ich die Zeit dafür finde. Ich würde am liebsten die ganze Zeit Videos produzieren und hoffe, dass ich in Frankfurt auch dann auf jeden Fall mehr die Zeit und die Möglichkeiten dafür finden werde. Aber ja, sowas zu hören freut mich immer total, weil ich mache das, weil es mir Spaß macht, aber auch, weil ich euch einen Mehrwert bieten möchte. Und von daher ist das richtig, richtig toll, das zu lesen. Vielen, vielen Dank. Wann entstand dein nachhaltiger Lebensstil? Ich kann euch das jetzt mal so ein bisschen aufdröseln. Erst vegetarisch, dann wurde ich daraus vegan und dann Sustainable Fashion. Und das alles hat quasi so begonnen, wenn es jetzt so vor 7-8 Jahren war, jetzt bin ich 20, so mit 12-13 Jahren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wieso vegan, war die eine Frage, das habe ich ja jetzt eben schon ein bisschen mit beantwortet. Also ursprünglich habe ich aufgehört, Fleisch zu essen, weil es mich geekelt hat. Dann kam Veganismus langsam stückweise dazu, weil ich es cool fand. Dann habe ich die Dokus geschaut, die mich dann auch mit Wissen quasi gefüttert haben, woraus ich dann aus ethischen
ethischen Gründen vegan geworden bin. Und je mehr ich darüber erfahren habe, desto mehr kamen dann auch noch die anderen Gründe, also die Umwelt und die Gesundheit dazu. Mein Lieblingsessen, das ist eigentlich relativ schwierig zu sagen. Ich habe sehr viele Sachen, die mir gut schmecken. Also wenn ich einen richtig guten Burger vor mir habe, dann finde ich das toll. Irgendwas Süßes, Crepes, Waffeln finde ich mega lecker. Aber vor allen Dingen auch so asiatische oder mexikanische Sachen. Also mich kann man mit richtig vielen Sachen, wenn sie gut gekocht sind, total überzeugen. Aber auch so richtig simple Sachen wie so ein ganz normales Curry, das man sich selber zusammen macht, Kokosmilch und irgendwelche Gemüse-Leftovers, die man hat. Ich glaube, ich kann mich da leider gar nicht richtig festlegen. Ich mag ziemlich viele Sachen sehr gerne. Secondhand oder Fair Fashion? Ich würde sagen Secondhand. Einfach, weil es zugänglicher ist und günstiger ist meistens und weil es einem einfach so große Möglichkeiten bietet und so eine riesige Auswahl, weil man Secondhand ja fast alles bekommen kann, vor allen Dingen online. Ich glaube, Secondhand ist da meine favorisierte Antwort, aber natürlich ist Fair Fashion auch mega cool, weil es einfach nochmal eine ganz andere Sparte in der Fashion-Industrie, die sehr unterstützenswert ist. Wo kaufst du Secondhand ein? Ich kaufe vor allem online Secondhand ein, also auf Kleidergreisel. Da kann ich euch auch gerne mal, das habe ich generell vor, wenn ich dann wieder mehr Zeit habe, so ein Video machen als Guide quasi, wie ich online erfolgreich Secondhand shoppe und genau das finde, was ich finden möchte. Aber ich shoppe momentan primär online, einfach weil ich ja gerade noch in einer sehr kleinen Stadt wohne, die sowas überhaupt nicht bietet. Also wir haben hier überhaupt keinen Secondhand-Laden und deswegen ist es halt für mich nicht anders möglich. Aber in Frankfurt gibt es ja einige coole Secondhand-Läden und auch da plane ich ein Video zu machen und euch dann zu zeigen, welche Läden das sind und mit euch zusammen dort quasi shoppen zu gehen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, auch mal analog offline Secondhand zu shoppen. Und die letzte Frage finde ich auch ganz süß. Wie lange kennst du Jonas? Jonas ist mein Freund, falls ihr das noch nicht wisst. Und der kommt nicht so oft in den Videos hier vor, weil er nicht so gerne vor der Kamera steht. Und das muss ich natürlich auch respektieren. Aber wir kennen uns, seit wir 14 oder 15 sind ungefähr. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, weil wir auf dieselbe Schule gegangen sind. Und als Französisch- und Lateinklassen gemacht wurden, kamen wir in eine Klasse in denselben Französischkurs. Und so hat das dann angefangen. Also kennen wir uns ungefähr seit da. Und wir sind, seit wir 15 sind, zusammen, also seit 5 Jahren, mehr oder weniger. Da fällt mir auch gerade ein, ich habe ja erzählt, dass ich schon früher ab und zu immer gevloggt habe. Ich habe sogar ein Video mit Jonas zusammen, als wir 15 waren, auf einem unserer ersten Verabredungen, weil wir haben oft was draußen unternommen und sind spazieren gegangen oder so. Und ich blende euch jetzt mal den Clip ein, wo wir zusammen unterwegs waren mit 15, Baby Kim und Baby Jonas. Also, here it is. Es ist wie viel Uhr? 7 Uhr? Nee, so ist besser. Ja. Und ich muss noch mit dem Fahrrad heim. Es wird eisig. Guck mal, die Sonne ist schon fast unten. Erzähl es allen. Bisschen allen, deinen tollen YouTube-Channel. Ja, wer weiß, was mit diesen Videos mal passiert. Vielleicht werde ich mal so berühmt wie Anne Frank, wenn das alles rauskommt. Was ist das? Kennst du nicht? Doch. Ja. Genau, das war's. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen, wie wir früher gevloggt haben. Da habe ich jetzt nicht so sonderlich viel geredet, aber trotzdem ist es irgendwie schön, das so als Erinnerung für sich zu haben. Und das ist ja auch ein Grund, wieso ich diese Videos hier mache, um mich selbst auch daran zu erinnern, aber eben auch euch irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr jetzt wieder ein bisschen up-to-date seid, was in meinem Leben so los ist. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf vielen neuen, coolen Content freuen. Wenn ich erstmal in Frankfurt wohne, bin ich super motiviert, da ganz, ganz viele coole Sachen zu machen. Und schon ganz bald findet ihr hier auf YouTube meinen Moving-Vlog. Den werde ich wahrscheinlich in 2 Teile aufteilen. Da gibt es auch eine super interessante Geschichte dahinter, weil wir da wirklich sehr viel Glück hatten. Aber ich will da jetzt gar nicht so viel spoilern. Wartet einfach bis zum nächsten Video ab und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, das wird mich mega freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!